When I wake up, well, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who wakes up next to you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who goes along with you. And I will walk 500 more just to be in the middle of a thousand miles to fall down at your door. Herzlich willkommen zu einem neuen, aber diesmal sehr kurzen Digidodels Genussreisevideo. Es wird wieder mal Zeit für einen Biertest. Nachdem ich vor vielen Monaten, ist es nicht schon über ein Jahr her, mal das Hosen-Hellbier von den Toten Hosen getestet habe, werde ich heute das Budweiser Original tschechisches Lagerbier testen. Ich habe es schön gekühlt. Es ist kalt. Jetzt mache ich es mal auf. Es riecht eigentlich wie jedes andere Bier auch. Jetzt gieße ich es mal ein. Absichtlich in so einem Glas, dass man richtig durchblicken kann. Ja, die Schaumbildung ist schon, naja, nicht so wirklich. Liegt vielleicht aber auch am Glas oder es ist zu kalt. Schuld ist ja sowieso immer der Kunde. Jetzt nehme ich meinen ersten Schluck. Moment. Ja, es ist nicht sehr herb. Ich muss noch mal. Das ist ganz süffig. Kann man jetzt eigentlich nicht meckern. Naja. Ja. Auch bei diesem Biertest kommt der Speed up. Ich trinke das aus und danach erzähle ich euch, was es gekostet hat, wo ich es gekauft habe, dann würde ich es mir wieder kaufen und alles, was mir sonst noch dazu einfällt. Dann sage ich erstmal Prost und los geht's. Mal den Speed-Up kurz unterbrechen, das Bier hier weg, bevor einem schlecht wird, sollte man vielleicht mal eine Scheibe Schinken essen. Na. Ja, kann man essen. Oh,
bisschen was noch ein. Ist fast leer. Das trinke ich jetzt noch aus. Der Speed-Up geht weiter. Tschechisches Lagerbier, auch in Tschechien gebraut. Gekauft habe ich es bei Aldi Süd. Jetzt im Verlauf, wo ich immer mehr getrunken habe, muss ich sagen, doch, es ist mir einfach zu streng und zu bitter. Ein Bier muss bei mir süffiger sein und es muss irgendwie, bitteres Bier ist nichts für mich. Zum Preis. Die halbe Liter Dose hat mich bei Aldi Süd 99 Cent gekostet. Kann man jetzt bei einem Markenbier nicht sagen. Ich würde es mir aber auf keinen Fall mehr kaufen. Ich finde es jetzt nicht ekelhaft, aber mein Fall ist es nicht. Das war's auch schon wieder von diesem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch trotz der Kürze ein wenig gefallen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch, bleibt gesund und einen schönen Tag. Was machst du denn hier? Ich wollte mal sehen, was ihr hier macht, Jungs. Wo sind die Schaufeln? Was ist denn das für ein hässliches Ding? Das ist Kratze! Ja, scheißegal, was das ist. Das nimmt man doch nicht mit zur Arbeit, du Idiot. Hat er die Schaufeln kaputt gemacht? Ja, na und? Was? Ja, na und? Sachen, ey. Ach, das ist ein Scheißdreck hier, ey. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, aber diesmal sehr kurzen Digidodels Genussreisevideo. Es wird einmal wieder Zeit. Es wird wieder mal Zeit für einen Biertest, nachdem ich vor vielen Monaten, ist es nicht schon über ein Jahr her, mal das. Ja, es ist nicht sehr herb. Cut. Naja, ja, auch bei diesem Biertest kommt der Speed-Up. Da kommt ihr nicht drum herum. Ja, das Budweiser. Oder wie spricht man es aus? Mir ist es egal. Tschechisches Lagerbier. Jetzt im Verlauf, wo ich immer mehr getrunken habe, muss ich sagen, doch, es ist mir einfach zu streng und zu bitter. Ein Bier muss bei mir süffiger sein. Und es muss irgendwie... Kann man jetzt bei einem Markenbier nicht sagen. Ich würde es mir aber auf keinen Fall mehr kaufen. Ich finde es jetzt nicht ekelhaft. Bleibt gesund aber. Und einen schönen Tag. Gebe ich jetzt weg, den Dreck. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.